Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zu diesem kleinen Infovideo hier auf meinem Kanal. Dankeschön. So, genau, ich wollte jetzt nochmal das Thema Livestream kurz ansprechen, und zwar ganz kurz vorneweg, für die Leute, die jetzt das erste Mal jetzt gerade draufdrücken, ich laber nur Scheiße. Nee, am Samstag würde ich den nächsten Livestream machen, um 20 Uhr. Genau, auf YouTube momentan noch, genau, YouTube. Nee, auf YouTube werde ich den nächsten Livestream machen, auch Alien Isolation jetzt erstmal nochmal, weil das lief halt gut und das ziehe ich jetzt erstmal noch durch, so, genau. Und genau, wie gesagt, am Samstag um 20 Uhr Alien Isolation Livestream auf meinem Kanal, YouTube, genau. Dann kam jetzt ja noch das Thema auf wegen Twitchen. Und ich schlage vor, dass ihr vielleicht mal oben in der Infocard, das dürfte jetzt aufploppen, genau, hier, ja, da, ich mache sogar meine Kamera ein bisschen größer, so, boing, so, und dann könnt ihr jetzt hier oben abstimmen, genau, und ob ihr lieber meine zukünftigen Livestreams, ja, das kann jetzt auch noch ein bisschen dauern, bis es dahin kommt, auf Twitch sehen wollt, oder ob ich weiterhin auf YouTube weiter streamen soll, ne. Egal wo ich streame, ich werde die Streams trotzdem aufnehmen und danach als Videoform auf meinem Kanal hochladen. Dass die Leute, wo meine Streams verpasst haben, trotzdem noch up to date sind, ne? Weil ich tue ja meistens immer die an irgendeinem Part den Stream ransetzen, ne? Das ist, storytechnisch ist das ja wichtig, dass man da up to date ist, wenn man sich wirklich alle Parts angucken möchte. Genau, und ich werde auch, egal ob ich auf Twitch oder auf YouTube streame, ich werde die Videos das aufnehmen und als Videoform hochladen. Ne? Tut mal abstimmen in der Infocard, was ihr davon haltet. Das war das Thema Livestream noch. Genau, und was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, ich werde jetzt leider aber auch noch in Zukunft, das wollte ich jetzt auch noch sagen, in Zukunft werde ich nur noch zwei Projekte maximal laufen haben, aus dem Grund, dass ich in zwei Wochen umziehe. Ich ziehe nämlich mit meiner Freundin zusammen, 2,5 Wochen ungefähr, genau. Und wir haben mega viel mit Umzug und allem drum und dran und Kisten packen noch um die Ohren. Und deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen die Projekte runterschrauben müssen. Tut mir leid, aber es wird auf jeden Fall irgendwann wieder um einiges besser weitergehen. Also ich werde auf jeden Fall nur zwei Projekte laufen haben und Alien Isolation steht bei mir momentan an höchster Stelle und ich denke, dass danach entweder Kingdom Come oder No Man's Sky laufen wird. Dann werde ich vielleicht euch auch nochmal fragen, tut das doch auch gerade mal in der Infocard abstimmen. Wollt ihr lieber Kingdom Come haben oder No Man's Sky als zweites Projekt? Ne? Neben Alien Isolation, das versteht ihr ja sicher. Und das andere werde ich einfach pausieren. Ich werde es nicht abbrechen, ich werde es pausieren. Dass wenn ich dann wieder mehr Zeit habe, dass ich das dann einfach fortsetzen werde. Ich kann halt auch nicht drei Parts am Tag aufnehmen. Ne? Es kommt Arbeit dazu, jetzt noch der Umzug und ich denke, ihr das versteht ihr. Ich meine, YouTube ist immer noch ein Hobby für mich und aus dem Grund werde ich jetzt die Projekte ein wenig runterschrauben müssen. Aber es wird trotzdem noch, wie gewohnt, auf jeden Fall Alien Isolation laufen jeden Tag. Und das zweite Projekt könnt ihr jetzt kurz abstimmen oben in der Infocard, ob ihr eins von den zwei Games haben wollt. Oder ich gebe noch als dritte Option einfach nochmal ein komplett neues. Ne? Also ihr werdet dann auswählen können zwischen Alien Isolation. Ihr werdet nochmal auswählen können zwischen Kingdom Come Deliverance, No Man's Sky oder einem neuen Game. Hm? Also ich werde zwei Umfragen oben reinpacken. Ne? Das schafft ihr doch. Ich glaube, ich bin gerade ziemlich assi zu euch. Tut mir leid. Ich habe ja nicht mehr so Kiddies. Und was wollte ich jetzt noch sagen? War das alles? Ich glaube, das ist alles. Ich glaube, das ist alles gewesen. Doch. Ja, was soll ich noch sagen? Wie gesagt, ich freue mich mega auf den nächsten Livestream mit euch. Es hat wirklich extrem Spaß gemacht und auch es ist ja auch schon storytechnisch allein mega cool, mal so 1-2 Stunden am Stück zu spielen und nicht immer nur so einzelne Parts rauszuhauen, die 20-25 Minuten lang gehen. Von dem her allein schon deswegen fand ich es cool und ich bin ja ehrlich, ich fand es auch mega cool, dass ich während den Livestream nochmal 2-3 neue Abonnenten zugekriegt habe und ich freue mich natürlich über jeden Neuen, der sich für meinen Kanal begeistern kann, weil das bedeutet, ihm gefallen die Sachen, die ich mache und das wiederum motiviert mich weiterzumachen und genau, das ist ein anderes Thema, Motivation YouTube, vielleicht mache ich dazu auch mal ein Video. Und ansonsten, Leute, ich glaube, ich bin jetzt hier fertig und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und, nee, oder einen schönen Tag. Ich werde das am Mittag hochladen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und haltet die Ohren steif. Genau, euer Nier. Ciao.